Glaube ist, feststehen in dem, was man sich erhofft. Überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Durch Glauben haben die Alten ein ruhmvolles Zeugnis erhalten. Aufgrund des Glaubens erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort erschaffen worden und dass so aus Unsichtbarem das Sichtbare entstanden ist. Aufgrund des Glaubens brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Durch diesen Glauben erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht war, da Gott es bei seinen Opfergaben bezeugte. Und durch den Glauben redet Abel noch, obwohl er tot ist. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, gewiss ihren Lohn geben wird. Gut. Aufgrund des Glaubens wurde Noah das offenbart, was noch nicht sichtbar war, und er baute in frommem Gehorsam eine Arche zur Rettung seiner Familie. Durch seinen Glauben sprach er der Welt das Urteil und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Aufgrund des Glaubens gehorchte Abraham dem Ruf, wegzuziehen in ein Land, das er zum Erbe erhalten sollte. Und er zog weg, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Aufgrund des Glaubens empfing selbst Sarah die Kraft, trotz ihres Alters noch Mutter zu werden, denn sie hielt den für treu, der die Verheißung gegeben hatte. So stammen denn auch von einem einzigen Menschen, dessen Kraft bereits erstorben war, viele ab. Zahlreich wie die Sterne am Himmel und der Sand am Meeresstrand, den man nicht zählen kann. Voll Glauben sind diese alle gestorben, ohne das Verheißene erlangt zu haben. Nur von fern haben sie es geschaut und haben es gegrüßt und haben bekannt, dass sie Fremde und Gäste auf Erden sind. Mit diesen Worten geben sie zu erkennen, dass sie eine Heimat suchen. Nun aber streben sie nach einer besseren Heimat, nämlich der himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht. Er schämt sich nicht, ihr Gott genannt zu werden. Denn er hat für sie eine Stadt vorbereitet. Aufgrund des Glaubens brachte Abraham den Isaak dar, als er auf die Probe gestellt wurde, und gab den einzigen Sohn dahin, er, der die Verheißung empfangen hatte. Und zu dem gesagt worden war, durch Isaak wirst du Nachkommen haben. Er verließ sich darauf, dass Gott sogar die Macht hat, Tote zum Leben zu erwecken. Darum erhielt er Isaak auch zurück. Das ist ein Sinnbild. Aufgrund des Glaubens wurde Mose nach seiner Geburt 3 Monate lang von seinen Eltern verborgen, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war und weil sie sich vor dem Befehl des Königs nicht fürchteten. Aufgrund des Glaubens weigerte sich Mose, als er herangewachsen war, Sohn einer Tochter des Pharao genannt zu werden. Lieber wollte er sich zusammen mit dem Volk Gottes misshandeln lassen, als flüchtigen Genuss von der Sünde zu haben. Er hielt die Schmach des Messias für einen größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er dachte an den künftigen Lohn. Aufgrund des Glaubens geschah es, dass die Mauern von Jericho einstürzten, nachdem man 7 Tage um sie herumgezogen war. Und was soll ich noch aufzählen? Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung zurückerhalten. Einige nahmen die Freilassung nicht an und ließen sich foltern,
um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Andere haben Spott und Schläge erduldet. Ja, sogar Ketten und Kerker. Doch sie alle, die aufgrund des Glaubens besonders anerkannt wurden, haben das Verheißene nicht erlangt. Weil Gott erst für uns etwas Besseres vorgesehen hatte. Denn sie sollten nicht ohne uns vollendet werden.